Yo, liebe Leute, ich bin Will Church und heute machen wir ein Video über das Thema Fehler. Was machen wir Musiker alle so viel Fehler? Wir schauen uns einfach mal an, was es alle so für Sachen gibt, die man falsch machen kann. Let's go. Ein sehr beliebter Fehler ist auf jeden Fall, versuchen zu sein wie jemand anderes. Das machen echt relativ viele Leute, die gerade so anfangen, die dann sagen, ich will so klingen wie eine Mischung aus dem und dem. Das geht meistens in die Hose. Auch wenn es dann darum geht, Sound zu kopieren oder dann einen Song zu machen. Ich will einen Song, der so klingt wie der. Das wird alles nicht funktionieren, weil Hits und alle Sachen, die funktionieren eigentlich nur mit den ganzen Stärken und Besonderheiten von einer Person. Versucht lieber, ihr selber zu sein und euren eigenen Style zu finden. Das funktioniert in the long run immer besser. Okay, alles cool, ja klar. Hast du noch ein bisschen Eierlikör, oder? Warum ich so rede? Ich muss ein bisschen in den Mut kommen. Bisschen mehr wie Apache? Ja, ja, klar. Ich musste kurz die Arme. Moment. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Drogen, obviously, ist ein Riesen-Mistake, wobei ich es auch ein paar Mal schon erlebt habe, dass Drogen konsumiert werden, während Sessions, während Songwriting-Sessions und so. Viele Leute denken, sie können nur zum Beispiel auf Gras oder so arbeiten, weil sie dann irgendwie ein bisschen gechillter sind oder so. Aber ich habe echt schon wirklich viele Beispiele erlebt, wo das komplett nach hinten losging. Da habe ich bestimmt locker eine Stunde eingesungen und der Producer war halt so stoned, dass er nicht Record gedrückt hat. Ich bin auch danach sofort aus der Session rausgegangen und habe mich auch nie wieder gemeldet bei dem. Also das war ein Riesen-Fail. Nice, okay. Ich denke mal, wir haben genug Takes. Hast du aufgenommen? Hä? Ach, wir wollen... Ach, wir aufnehmen. Auf? Ja, dann muss ich ja nochmal drücken. Ja, jetzt kannst du aufnehmen. Jede Session anzunehmen ist nicht the way to go. Es ist auf jeden Fall gut, gerade wenn man am Anfang steht, viele Leute sich auch zu suchen, die so noch auf einem Level sind. Du wirst jetzt nicht am Anfang mit den krassesten Acts und den besten Artists der Welt arbeiten, das ist völlig klar. Aber es gibt ein paar Punkte, die man berücksichtigen sollte. Hat derjenige wenigstens so ein bisschen Erfahrung im Gesang oder im Producing oder hat er irgendwo drin eine Stärke, außerhalb von vielen Followern zu haben? Fehler machen tatsächlich ziemlich viele Leute. Manchmal ist es auch ein bisschen ein Gamble. Sucht euch lieber ein bisschen besser aus, mit wem ihr so arbeitet und macht lieber mal einen Tag frei, als eine sinnlose Songwriting-Session zu haben. Digi, ich schwöre, ich habe jemanden gefunden bei Instagram, die hat übel viel Tattoos, die sieht aus wie ein Star, müssen wir safe eine Session mitmachen. Ich glaube, die bringen wir groß raus. Hä, wie cool, ich kenne 1000 Label, die gerade genau sowas zeigen. Also, let's go. Show me how to hold on. Passt, oder? Erstmal Champagner. Management ist sehr wichtig, finde ich persönlich, aber ein schlechtes Management ist schlechter als gar kein Management auf jeden Fall. Ein Fehler, den auch ich sehr, sehr oft mache oder gemacht habe, ist sich zu vergleichen. Es ist gut, sich so eine Messlatte zu setzen und ein bisschen zu gucken, was macht der, wie ist der da hingekommen und so. Sehr toxisch ist auf jeden Fall, sich immer zu vergleichen und kleine eigene Erfolge nicht mehr zu sehen. Dann ist es natürlich nicht so gut für den Kopf und letztendlich auch nicht so gut für eure Kunst und es ist Zeitverschwendung. Also vergleicht euch nicht. Guckt einfach, was ihr selber macht und setzt euch selber Messlatten und Erfolge. Wow. Wow, 1000 Streams in nur 3 Monaten. Das soll mir erstmal einer nachmachen. Das ist ja krass. Was würde mich schon interessieren, was dieser eine Dude macht, den ich neulich bei Insta gesehen habe. Hier der eine. Hat er jetzt auch nicht so viel Follower gehabt? Das wird schon... Natürlich hat man manchmal die Situation, dass man im Studio ist und dann ist jemand da, hat eine besondere Stimme, trifft aber keinen Ton. In dem Fall ist zu wenig Autotune auf jeden Fall gar nicht gut. Weil das wird jeder hören, da kann die Stimme noch so besonders sein. Schwierig. My loneliness is killing me and I. Zu viel Autotune wiederum kann auch Effekte erzeugen, die man vielleicht nicht so will. In dem Fall von Cher oder Kanye West ist es natürlich sehr special, das hat dann einen besonderen Effekt. Aber ich glaube, bei manchen Liedern, manchen Songs will man auch einfach, dass es natürlich klingt. Gerade wenn Leute super schief singen, dann kann auch Autotune ja nichts mehr retten. I must confess, I still believe, still believe.
Auch ein Fehler, auch wenn es vielleicht im ersten Moment gar nicht wie ein Fehler wirkt, ist Perfektionismus. Seid nicht zu perfektionistisch. Wenn das Feeling stimmt in einem Take, wenn ihr die Gitarre nicht so richtig clean eingespielt habt, kann der Producer so kleine Feinheiten sehr oft noch retten. Das war's noch nicht. War ein kleiner Fehler. Nee, ist auch ein bisschen off-key. I don't know. 6,5 Stunden später. Das war nicht Teil. Eine Ewigkeit später. Ich muss nochmal. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Digga, wir quantisieren das sowieso. Zu wenig Perfektionismus wiederum ist auch nicht so gut. Dann würde jeder Song letzten Endes komplett gleich klingen. Haben wir ja teilweise schon. Lasst den Song mal einen Tag liegen, wenn ihr nicht komplett happy seid damit oder so. Manchmal ist es dann so, dass man dann doch schon feiert oder dass eine kleine Nuance nur zu drehen ist. Aber einfach nur alles so zu nehmen und direkt rauszuballern, mag vielleicht funktionieren bei dem einen oder anderen, ist aber auch ein sehr großer Gamble, ist dann halt auch nicht so nice. Ach, scheiß drauf. Ene, mene, mo, raus bist du. Bast. Perfekt, bringen wir so raus, fertig. Das waren eigentlich schon die ganzen Punkte. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Seid lieb und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.